Moin Yvonne, schön, dass ihr am Start seid mit mir in Istanbul. Wir haben heute eine ganz besondere Mission. Wir werden Agababa-Döner testen. Es ist der berühmteste Döner der Welt. Ich habe mal nachgeguckt, fast 7 Millionen Abonnenten auf Social Media. Das ist ganz krass. Also fehlen nur noch 50.000, 100.000 oder so. Und es gilt das gleiche Motto wie immer. Alles Show, alles Marketing oder schmeckt das Ding auch? Das ist der Typ, ich blende es gleich ein, der immer mit dem Bauch so hoch und runter zu so einem Special Sound. Fast jeder hat ihn schon gesehen. Es gibt nichts, was im Bereich Döner mehr Reichweite hat als dieses Ding. Gibt es drei verschiedene allerdings. In Istanbul, glaube ich, ja, wir haben uns jetzt mal einen ausgesucht, haben einen Tourguide dabei. Kennen so auch so einige, würde ich sagen. Ja, und dann werden wir jetzt snacken. Kann ich nur eins sagen, das Essen sieht maximal heftig aus. Check Plus auch am Start, immer am Start, Leute. Könnt ihr auch immer gerne, wenn ihr Supplements braucht, Made in Germany mit Holle 10, den direkten Support einleiten. Schön gesagt. Genau, die Link ist in der Videobeschreibung. Gerne mal reinschauen für geile Supplements. Und jetzt gucken wir, wo hier mein guter Memo. Da ist der gute Mann. Oh, Memo. Zufällig haben wir uns hier getroffen. Was geht, Bruder? Ja, alles klar? Ja, auch. Danke, danke. Schön, dass du gewartet hast. Ich habe Memo voll lang warten lassen, weil mein Flug Verspätung hatte und dies Verspätung hatte, das Verspätung. Und ich werde dir hier mal den hier, den kriegst du angesteckt, ne? Ja, kriegen wir. Ja, ja. Memo ist hier in Istanbul sehr kundig, ist viel in Istanbul unterwegs und wird nicht nur, also hier ist ja, werden wir jetzt spontan mal gucken, was wir nehmen, aber wird generell so ein bisschen Tourguide auch machen, so in anderen Videos. Wir werden noch zwei, drei Dinger, vier Dinge raushauen. Aber heute werden wir den, das ist der berühmteste Döner der Welt tatsächlich. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Das ist heftig. Wusste ich auch nicht. Und wir haben nur eine Filiale, ne? Ach, ist das doch nur eine? Nur eine Filiale. Nur diese hier? Nur diese Filiale. Ach, habe ich falsch geguckt. Ja. Er meint, er will auch keinen anderen aufmachen, weil Qualität ist A und O, ne? Ja, ich weiß gar nicht, auch was wir nehmen, weil ich habe gesehen, die haben so krasse Sachen. Ja, hauptsächlich Döner, ne, würde ich mal sagen. Döner. Ja, Döner. Die haben sogar Döner im Brot. Wollen wir gleich reingehen, gucken? Ja, lass uns reingehen. Hier können wir die Sachen so liegen lassen. Oh, da kommt was raus, guck mal. Ja, ja, Wasser, Wasser. Oh. Wollen wir uns sonst da hinten setzen? Ja, ist vielleicht besser. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe noch, ne? Ja. Das ist ja hier Hightech. 33 Grad draußen. 33 Grad draußen, ja. Und da spritzen die halt ein bisschen Wasser. Die spritzen hier ein bisschen durch die Gegend, ey. Oh, hier geht's direkt los. Den Spieß, wo sie den aufgespießt rangebracht haben, habe ich Aufnahme gemacht in Querformat. Ja? Ja, extra für dich. Komm mal. Sehr geil. Das ist ein Mann, der denkt mit. Die haben einen neuen Spieß jetzt dran gemacht. Und Memo hat extra hier Aufnahme gemacht. Oh, geil, ey. Guck dich mal das an. Hammer, oder? Mehr geht nicht, ne? Mehr geht nicht. Hammer, Hammer mehr geht nicht. Mal gucken, ob es schmeckt. Ja. Ja. Deren Hauptgeschäft ist Catering. Die haben eine riesige Catering-Firma. Echt, ja? Mhm. Stimmt, habe ich gesehen. Da bei den Social Media sieht man auch so Verpackungsgeschichten. Genau, und das ist so. Und dann Chef achtet, meint er, auf wirklich 1A-Qualität, halt auch mit diesen ganzen anderen Sachen. Frischer Salat auch? Frischer Salat, alles. Das ist immer den Spruch, den alle bringen, wenn sie sagen, ist das ein guter Döner? Ja, alles frisch. Gut. Alles Salat frisch. Frisch. Alles frisch. 80% Rind und 20 Lamm? Ja. Könnte noch gut sein. Also ich merke, wenn es 30% Lamm ist, ist es zu viel. Nee, 20. Die Frage ist aber noch, haben die Lamm Fett mit drin? Dann ist sowieso Killer. Dann können sie auch 0% Lamm drin haben, nur Lammfett, dann kills den europäischen Raum. Lammfett ist auch drin. Ja? Hat er gesagt. Okay. Schauen wir mal, ob es sich in Grenzen hält. Also eigentlich ist der YouTuber verboten. Memo hat das geklärt auf seinem türkischen Art. Sogar mit dem Hauptchef habe ich geredet. Er hat mir sogar seine Telefonnummer gegeben. Ja? Geiler Typ, echt geiler. Hast ihn gleich vom Hammam-Behandlung verpasst, damit er ihn für rein lässt. Was in Istanbul passiert? Haben die geile Soße. Und das habe ich nämlich auf dem Döner gesehen, Leute. Das haben die mit auf dem Döner raufgeknallt. Die übertreiben dann ja immer in den Videos auch, wenn die Butter drauf machen, bam, knallen die das in so einen riesen Topf, zack, drauf. Und auch mit dem haben die so einen riesen Klacks auf dem Döner raufgemacht. Das war gefühlt so groß wie der ganze Döner. So viel Soße haben die drauf gemacht. Das sah so geil aus. Das wird Baba Ghanoush sein, ne? Also Aubergine, ne? Ja, Aubergine. So was habe ich auch mal auf dem Döner gegessen, hat auch geil geschmeckt. Da sieht man, die liefern auch viel, ne? Einiges raus, ja. Die haben da 10, 12 Roller draußen stehen. Ja. Eigene Roller. Oha. Da hinten wird rot gemacht. Ja, hinten diese Ofen, wo er das da ranklatscht, wisst ihr? Ofen. Ordentlich viel Butter. Oh, der knallt aber auch Butter drauf, ey. Denkst du, er hat Show gemacht, Mama, oder macht der immer so viel Butter? Was sagst du? Peppöle, Peppöle, so zusammen. Immer so. Immer so, ja. Es wird geschnitten hier. Seht ihr, wie kross das ist? Ordentlich kross, ey. Und hinten saftig, ey. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Holle, wir dürfen drinnen drehen. Dürfen wir drehen, ja? Oh, super. Memo hat geklärt, ey. Ohne Memo wäre ich nichts. Schöner Ayran-Brunnen. Den könnten wir auch noch mal testen. Oh, ja, ja.
Wow, die Heiligtümer. Boah, da sind schon alle am Arbeiten hier. Olle, du kannst immer sagen Kolleigelsen. Das heißt so schöne Arbeit. Kolleigelsen, ne? Kolleigelsen. 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 Da wird das Brot geöffnet. Jetzt kommt der Mann der Stunde. Ich sehe schon, er macht schön dünn. Geil, Leute, geil. Schöne Aufnahme. Boah, hier, guck mal, da hat man die Pommes. Essen wir das auch so mit den Pommes? Standard. Dann müssen wir das eigentlich so machen. Kolleigelsen. Kolleigelsen. Guck mal, die essen auch komplett ohne Soße. Das muss so saftig sein. Ja, da so machen wir es auch. Zwiebeln, Tomaten noch drauf. Das Brot ist auch, glaube ich, irgendwie noch in Fett getunkt oder so. Oh, geil. Jetzt denk nicht, ich will das irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube, das ist gut, wenn ich nochmal ihm sage, dass er gute Arbeit macht. Kolleigelsen! Geile Röstung. Oh, Memo. Mit mir erlebst du was hier, Memo. Eine Haube auf einmal. Ich krieg gleich auch noch ein Dings und ich arbeite gleich. Wieder. Ja, ich glaube auch, ey. Da gibt's aber Burger hier. Das ist Brot, Leute. Geil, Leute. Ich liebe so eine Videos, wo man so viel sieht. Ich danke euch so sehr, dass ich das machen kann, Mann. Ich danke euch so sehr. Boah, er holt's mit den Händen raus, Leute. Kein Problem, Alter. Kein Problem? Nee. Oh, soll ich versuchen? Ich mach. Halt mal, Memo. Ich mach, ich schwör. Okay, komm, du knallst rein. Ich hol das Ding. Oh, das sind mir zu heiß. Von unten muss ich den raus, ne? Warte. Jetzt. Ab sofort übernehme ich Hollis Kanal. Er hat sich verbrannt. Boah. Schmeckt richtig krank teigig, der Teig. Richtig geil. Guck mal, der sieht so ein bisschen dunkler beinahe aus. Also wir müssen mit irgendwas loslegen. Ich weiß nicht was. Ja, wollen wir jetzt zum Tisch und dann... Zum Tisch, ja. Ja. Hier schön kühl jetzt wieder, ey. Seht ihr das, Leute? Alles verbrannt. Oh, aua, aua, aua. Richtig Lagerfeuer. Boah, es geht hier schon los, Leute, ey. Jetzt geht's hier rund, jetzt nicht mehr zu stoppen. Das ist Standard. Boah. Alle, die das bestellen, also Essen bestellen. Einfach nur Käse? Oha, das ist Standard hier. Das ist Schafskäse, ja. Bin ich der Meinung. Ja, wir drehen uns extra den Tisch jetzt. Das mache ich privat gar nicht mehr. Ich esse immer erst eigentlich, wenn das alles kommt. Ja. Aber ich werde schon direkt reinsnacken. Boah, da kommt jetzt schon direkt noch mehr, ey. Die übertreiben richtig die Lage, Memo. Ich sage euch jetzt schon, also ich persönlich finde manchmal bei den Videos zu viele Sachen. Also wir gehen da jetzt nur kurz rein, Leute, in diese Sachen. Das sind so viele Kleinigkeiten. Viel Spaß bei der Vorspeisenrunde. Einmal nur reinsnacken, was uns hier erwartet. Da sind Torpedos drin. Chilis? Was Fruchtiges haben sie da drin. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht blöd. Sieht mir aus, beinahe wie eingelegte Granatapfelkerne oder so. Das war sehr fruchtig gerade, hat sehr gepasst. Der Käse, der hat mich auch sehr interessiert. Schön Brot hier. Doch Butter. Das ist Butter. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch vorhin gesagt. Das ist Butter, Butter und halt Käse. Die beste Kombi. Das ist eine gute Kombi, ne?
Das ist so eine typische türkische Käsesorte. Mhm. Das kennt man aus den Dörfern, haben Omas und Mamas früher gemacht, ne? Alles selbst gemacht. Jede Region hat eine eigene, einige mit mehr Kräutern drin, einige mehr intensiver. Also ganz besonderer Käse, Leute. Schafskäse ist manchmal so richtig intensiv giftig, wo ich sage, es geht so ins Säuerliche. Das ist so ein Mittelding, nicht mild, mittelkräftig, ganz cremig und zieht richtig schön nach. Dann habt den Kümmel noch dazu, auch im Käse drin, nicht nur hier auf dem Brot, nicht, dass ihr das denkt. Dann mit der Butter. Ganz lieblich und minimal kommt diese Schafsnote rein. Echt ganz dezent. Den könntest du ja auch als Kuhmilchkäse verkaufen, gefühlt. Scharf, zieht ein bisschen nach, aber ganz dezent. Wunderbar. Diese Kombi, Leute, also ich sag euch jetzt, was hier passiert. Ist das mal, ich weiß jetzt nicht, ob es durch Olivenöl abgeschwungen ist, ich denke nicht. Aber wenn es mit einem Brot isst, das ist schön knoblauchlastig, schmeckt das wie so ein Knoblauchbrot. Okay. Frisch aus dem Ofen, ein bisschen, manche kennen so ein Block aus oder Knoblauchbrot von Aldi, wo auch immer. Nur natürlich ein geil. Also als hätten die hier Knoblauch gebacken und dann das wird das ja so zu Brei, kann man das kochen. Als wäre das da auch mit drin. Ich wollte es hier gar nicht so ausreizen, aber könntest du ein Video zu den Vorspeisen machen. Das ist sauheftig. Das ist das gleiche Feeling wie vorher. Das Knoblauchbrot-Feeling geht ein klein bisschen zurück und du hast diesen fruchtigen Olivenöl-Touch jetzt noch drin. Ganz kalt, frisch, als wäre es so eine Erfrischungsspeise. Ja. Jetzt kommt die Scanner, ne? Ja. Dann werden wir uns jetzt teilen, Memo. Einmal nochmal den hier. Ich sag euch, was der Unterschied ist zu unserem Essen, Leute. Ganz kranker Unterschied. Zum einen ist es nicht ganz so grob wie bei uns. Nicht so fein. Es ist ein bisschen gröber. Genau. Und es hat eine kranke Frische. Es ist wieder so, dass es erfrischt, als würde es den Durst löschen, so beinahe. Ja. Das ist ganz heftig. Boah, die Schärfe, ne? Nachhinein, ne? Geil, ne? Sehr geile Schärfe, Mama. Sehr geile Schärfe. Wow. Hier bei dem hier. Schmeckt die Frische raus. Also manchmal wird ja auch Aubergine so ein bisschen bitter. Mhm. Ganz frisch, ganz clean. Klar, schöne Aubergine. Ölig. Ich kann das hier nicht so stehen lassen, Leute. Oh, geil. Mit den Chilis noch, ne? Wow, Alter. Haben die Wumms? Die haben Wumms. Ich hab mir schon die Armhaare verbrannt, nicht, dass ich mir jetzt noch den Gaumen verbrenne. Mega geil. Die haben Wumms, aber geil, oder? Scheiße. Richtig geilen Wumms. Richtig geil. Jetzt kommt der Kollege. Ganz weich, leicht tomatig, aber ultra zart. Lamm auch ganz dezent. Was lernen wir daraus? 20% geht klar. Wichtig beim Iskender-Essen ist, Bernd Zehner-mäßig. Der Perfect Bite, ja, ne? Wirklich. Bisschen Joghurt, bisschen Brot. Bisschen Joghurt, bisschen Brot. Das ist dieser Move. Leg sogar noch den hier drauf. Iskender, Perfect Bite. Das ist der perfekte Ausgleich. Iskender, deftiges Fleisch, Tomatensauce, gewisse Süße drin. Und da dieser Gegenspieler, dieser Joghurt. Das Ganze ist mega saftig, ne? Dezent. Sehr saftig, dezent. Nicht überwürzt. Nee. Gar nicht. Dieses Butterige ist schon geil. Wirklich. Sehr entspannt. Mit Brot, mit Fleisch, mit Joghurt. Im Türkischen sagt man dazu, Yemede Yanunayat. Man sollte es nicht essen, sondern sich daneben hinlegen. So ja, geil. Ich sag dir das. Geil. Dann wurden wir bis dato ja verarscht, dass wir Scanner gegessen haben. Welche trinkst du von denen? Ich trinke gar nicht, weil da wird Zucker drin. Ich bin zuckerfrei in meinem Weg. Ich muss so beide trinken. Gar kein Zucker drin. Nee? Natürlich, Mann. Guck mal, Leute, ich zeig euch jetzt einfach mal, was wir nehmen wollen. Immer mal was anderes, Leute. Wir müssen hier mal wirklich auch mal andere Sachen testen. Das sieht mir sehr, sehr heftig aus. Währenddessen ist Memo am Essen. Ja, Memo hört nicht auf. Wir haben nachher noch eine weitere Mission. Kein Problem. Also wenn das Video schon draußen ist, könnt ihr jetzt am Ende des Videos sehen. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist. Wir machen den Nusret Burgerladen. Der hat ja auch einen Burgerladen mit 7 verschiedenen Burgern. Der wird nachher noch. Wir haben noch eine Menge Zeit nach diesem Spot. Ja. Wir testen jetzt erstmal dieses Ding. Külüm Gesme. Nee, der war anders. Külüm Gesme. Nein, Scheiße. Ich hab schon wieder vergessen, wie das geht. Danke. Hier wird jetzt schön gegrillt. Oh, stark. Guck mal, wie die aussehen, Leute. Oh, genau die wollen wir nämlich jetzt.
Ich will jetzt auch mal andere Sachen machen, Leute. Nicht immer das Gleiche. Das werden wir jetzt snacken hier. Oh, hier wird auch noch Brot gemacht. Guck mal. So muss das sein. So schmeckt das. Gesund ist was anderes, aber so schmeckt's. Hier, guck mal, das schöne Brot. Das ist Himmet Abi, der Oberboss. Der Ober. Ah! Wir brauchen noch den Mann, Memo, der mit dem Bauch. Kann ich den ersetzen? Soll ich den ersetzen? Ja, du kannst den auch machen. Das habe ich auch lange nicht mehr gegessen, weil es einmal versaut wurde mit Aubergine. Das wollte ich unbedingt mal wieder essen. Unbezahlbar, diese Aufnahmen. Scheint ein wichtiger Move zu sein, das machen die immer hier. Habe ich auch schon gerne mal in Deutschland gegessen, mal gucken, wie hier der Vergleich ist. Jeder Milliliter Fett, jedes Gramm Fett ist hier Gold wert in so einem Brot drin. Boah, guck mal, da gibt es zum Beispiel Köfte im Brot. Wird es bei mir in der Gegend oder irgendwo bei uns so einen Lieferservice geben, wo die das hier, die machen ja sehr viel Catering, sehr viel Lieferung. Ich würde wirklich so einen Bauch haben, weil ich da immer bestellen würde, Mann. Burger gibt es ja auch sogar, ich glaube es nicht. Aber tatsächlich TK hier. Aber stark von der Marmorierung, das sieht fast aus wie Wagyu. Könnte auch einfach gekühlt sein, nicht tiefgefroren. Kannst du auch bei dem haben. Dann noch mal irgendein Öl oder so, was da drauf kommt. Da muss ich noch mal reinfilmen. Da dann noch mal schön rein. Das geht auch aus Brot drauf. Grüße auch an Ehrenbruder Bernd. Der wollte eigentlich mitkommen, aber der ist gerade unterwegs in der Welt. Kuss an Bernd. Nur so Insider-Story hier. Auch ich muss kämpfen. Manchmal wird man auch faul, die Hitze und hier und da man ist vollgefressen. Oh, filme ich das jetzt nochmal ab hinten oder nicht? Oder bleibe ich einfach sitzen? Aber wenn es geht, mache ich es immer. Die Entscheidung war noch nie dagegen, aber trotzdem, manchmal wird man gerne sitzen bleiben einfach. Aber seht ihr, was für Aufnahmen ich verpasst hätte sonst? Oh, Memo, ey. Dieses Brot, das wird auch killen, Memo. Ich werde das Brot hier noch einmal durchschneiden. Wir müssen beide das Brot einmal probieren, Memo. Das würde ich sagen, Memo, ich nehme von der Seite, du nimmst von der Seite in den Mund, wie bei Susi und Strolch. Nee. Ich mach das lieber so. Ich muss erst mal überlegen. Ich erlaube mir immer so eine Späße und guck einfach, wer mitmachen würde. Bisschen Kebabland-Vibes in Köln. Aber ganz dezent, ich sag's immer wieder, wie da draußen, dann schreiben immer viele rein, wie kann man das geil finden? Ich sage, das hat immer so ein bisschen Benzinfaktor, wie wenn man Benzin auf den Grill haut. Aber ganz dezent bei Kebabland ist es ganz toll. Mhm. Und ich weiß selber nicht, wie man das geil finden kann, Leute. Vielleicht ist da die Atmosphäre. Aber irgendwie bockt das immer hart. Sau heiß. Das mache ich jetzt nur für euch. Ah, es tut so weh. Aua. Also ich brech das. Aua, aua. Ah, ich will es schaffen. Ah, aua. Ah. Oh, das tat so weh. Ich hoffe, es hat sich gelohnt und der Fokus war drin. Im Weltklasse, finde ich. Oder? Ich finde es geil. Mega saftig. Geile Kruste. Und weißt du, was das Geile ist? Irgendwie so eine dezenten, leichte Würzung. Ich schwöre auf meine Mutter, ja? Memo, ich wollte genau das gerade sagen. So eine ganz dezente, leichte. Ja. Nicht unbedingt Kräuter, aber irgendwas Unbekanntes ist so da. Was Chicken ist Nummer eins im Geschmack und dann kommt alles andere. Und diese Saftigkeit, ne? Ganz leicht merken. Röstaromen. Ja, Röstaromen on point. Diese Stellen, Leute, geil. Die merkst du so hart. Ehrlich geil. Und ganz clean, nicht irgendwie. Manchmal schmeckt es irgendwie so, da hast du einen leichten Beigeschmack, wo du sagst, okay, da war die Balance so leicht raus. Es ist einfach clean, sauber, ganz leichte Kräuternote, Gewürznote. Aber Fokus auf Chicken, aufs Fett, Saftigkeit.
Also wenn ich vorhin nicht das alles andere gegessen hätte, würde mein Kopf sagen, ich will 100 von diesen Dingern essen. 100 Stück. Ehrlich. Früher mal bei Aldi oder Lidl, so eine 500 Gramm Packung geholt, beim Kilopack, alles weggeknallt. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so gute gegessen habe. Weißt du, was für ein Gefühl ich habe bei denen? Dieser Chicken-Geschmack an sich ist richtig Weltklasse. Ich habe das Gefühl, als ob die Chicken vorher glücklich waren. Ja, hast du schon gesagt. Ja. Wirklich so, das ist geil, mega geil. Wir haben rumgetobt, haben mit dem Ball gespielt. Genau, haben vorher noch die EM geschaut, jetzt liegen die hier bei uns. Ja. Als wäre das so ein Mix aus Milchreis, so milchig. Aber Reis ist krass. Guck mal, da kommt der Chef. Da kommt der Chef. Da kommt der Chef. Vom Chef persönlich, geil. Boah, stark. Den werden wir direkt gleich, bevor wir den richtigen Döner testen, nehmen wir das jetzt hier. Danke, Chef. Weil den werde ich probieren jetzt. Danke, danke. Danke, danke. Memo hat das auf den Punkt gebracht. Es sind der Fokus auf den Lebensmittel. Das ist schon mal ein Zeichen, dass es gute Lebensmittel sind. Du musst sie nicht überdecken, du musst keinen Schmarrn machen, du hast Fokus auf den Lebensmitteln. Und dann hast du einen leichten Beitouch. Guck mal, hier ist Salat, Beispiel. Genau. Guck mal, den Salat. Kein Schnickschnack, weißt du? Ja, kein Schnickschnack. Auch bei dem Reis. Du kein hast Schnickschnack. Kein Schnickschnack, einfach Reis. Und du hast dann so einen leichten Beitouch über dem Reis, so eine milchige, buttrige Note, ganz krank, noch nie gegessen. Weltklasse. Und jetzt gucken wir mal hier das Fleisch. Oh, das Brot ist auch. Das ist einfach ein Gedicht. Das ist so leicht, fluffig, fast wie Esspapier. Hast du den vorhin gemacht? Den habe ich wahrscheinlich gemacht, ja. Ich muss es jetzt mit der Hand. Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis dazu. Teller ist sau heiß auch. Das so geht, ne? Das warte mal, du musst ein bisschen weiter runter mit dem Kopf. Das okay, ist. Sieht das nicht ein bisschen zu? Nein. Oh ja, dein Bart ist dreckig geworden. Drei Sachen fallen mir auf, Memo. Also erstmal super zart, geschmeidig, weich, nicht zu starke, perfekte Fettnote. Und ich habe noch nie, das sage ich auch da, eine Lammnote gehabt, die ich so angenehm fand wie jetzt. Also war nicht super intensiv, sie war aber leicht intensiv, aber so, ich will mehr Faktor. Ich will unbedingt mehr Faktor. Und auch wieder dezent, ne? Das dezent. Und die haben recht gehabt, die meinten ja, probiert unser Döner so. Wahrscheinlich das Brot da drunter jetzt, Leute. Das wird wahrscheinlich auch Endlevel werden. Das werde ich jetzt auch mal teilen, weil Memo muss das auch noch mal probieren. Ich nehme den kleinen. Okay. Ich mag kleine. Du magst kleine, ja. Kannst du besser mit umgehen, ne? Natürlich. Passt besser in den Mund. Schön mit Fleisch. Das Ding ist ein Gedicht. Dann müssen wir noch den Döner testen. Ja. Jetzt geht es in die Dönerrunde und Döner und Brot kommt. Döner und Brot. Mit dem Kartoffeln und alles drin. Okay, Döner und Brot, Kartoffeln. Ja. Er meint, du siehst aus wie Ex-Beşiktaş-Fußballer, Profifußballer. Ist mir nicht, ne? Bergos. Wir blenden mal ein nebenbei ein Foto von mir. Holle hat ein Double, Bergos. Ja. Guck mal, habt ihr gesehen, er macht das nochmal schön im Fett hier. Guck mal, perfekt draufgeworfen. Du hättest es nicht perfekter werfen können. Wow, stark. Komm mal. Ey, Wallah. Ich könnte mich in dieses Video jetzt reinlegen. Ich feiere dieses Video so hart, ich muss mehr ins Ausland. Ich sage euch jetzt, ich gebe euch mein Wort drauf, wenn das Video so krass ankommt, 15.000 Likes kriegt, dann werde ich zum einen den Top-Spot in Istanbul testen, den ihr hier liked, also mit den meisten Likes. Und ich werde direkt noch mehr Videos hier ballern. Gleich Istanbul, weil Istanbul ist so krass. Also ich werde auch andere Städte noch machen. Aber wenn das Video 15.000 Likes kriegt, teste ich den Top-Spot hier. Du merkst zwei Sachen gleich auf den einzigartigen Moment gehabt, Leute. Ganz dezent im Hintergrund die Gurke. Du beißt rein, gibt sogar noch Saftigkeit. Gibt ja eine Flüssigkeit mit sich. Tomate, natürlich. Im Hintergrund dezent dieser Salat wird leicht mariniert sein. Ich merke so einen leichten Kräutertouch. Dann kommt die Deftigkeit hinterher. Lieblich, deftig, buttrig. Und vorher erst mal bist du hier so ein kräutiger, zitroniger, beinahe fruchtiger Touch. Ganz außergewöhnliches Ding. Der Gurkenkick. Kommt in Süß jetzt rein. Kartoffeln merkt man noch gar nicht. Diese Kräuternote hat mich so hart geflasht. Einer der besten Döner, die ich bisher hatte. Tatsächlich. Und das nach der Fresseskalation. Ja, jetzt habe ich gerade so einen Touch. Die Kartoffel kommt so natürlich rein. 100% Kartoffel. Du beißt rein, merkst dich rein, klingt nach, schwingt so mit im Biss, diese Kartoffel. Eine wunderbare Kombi.
Lässt du mir auch noch was über? Da habe ich drauf gewartet. Fleisch, Röstung. Oh, hat geknackt im Mund. Röstung hat sich im ganzen Mund ausgebreitet. Die Kartoffel verteilt sich, wird matschig, wirkt so wie eine ganze Creme im Döner. Ich dachte erst, habe ich doch Soße? Nein, es war die Kartoffel. So saftig von innen. In Istanbul war ich ja jetzt noch nicht so viel unterwegs, aber von denen, die ich gegessen habe und auch die Einheimischen empfehlen, als die krassesten Spots, war das der heftigste Döner bisher. Also guckt mal nur für euch, wenn man einmal das Brot nochmal aufgemacht, wie fettig das ist. Ohne Soße, ne? Ohne Fremdsoße. Ja. Ich muss auch eins nochmal sagen, Istanbul wird so groß sein, es wird so viele Undercovers, also nicht wird so groß, ist so groß. Aber es wird so viele Undercover-Spots noch geben, wie in Deutschland. Wie oft findet man, oder wie oft habe ich auch schon immer irgendwelche Kracher gefunden. Aber ich habe alle diese gehypten Spots, die viele empfehlen und die auch betitelt sind als die besten habe ich gegessen. Und da sind Memo und ich uns einig, da ist das hier der Beste. Ne? Mhm. Es gibt natürlich noch einen Bayram Oglu, aber das ist kein klassischer Döner so. Man kann es Döner nennen, wie ich finde, legitim, aber das ist halt so Dürüm eher. Mhm. Aber von den klassischen Dönern ist der schon oben auch. Absolute Bewertung. Eine Bewertung wird dich und euch wahrscheinlich schocken, die anderen eher weniger. Runde 1, Memo, die Messe, da gebe ich 9,7. Ganz krank. 9,7. Also die fand ich wirklich Endlevel. Dein Mund 9,7. Also da habe ich nichts gegen einzuwenden. Also das war so krass. Ich gebe aber dem Iskender gebe ich nur 7,5 Punkte. Okay. Der hat mich nicht geflasht. Es ist ja immer die Frage, man hat danach gemerkt, das Fleisch ist krass. Mhm. Aber wenn die Feinabstimmung zwischen den Komponenten nicht stimmt, gehen die geilen Sachen unter und was anderes vielleicht, was nicht so geil ist oder einfach nicht so stark, geht in den Vordergrund. Das Fleisch kam nicht so rüber bei dem Ding, finde ich. Hat mich nicht abgeholt. Runde 2 gebe ich für den Chicken Teller auch 9,7 Punkte. Digga, ja, also ich fand geisteskrank. Man kann jetzt in die Richtung gehen und sagen, macht so eine hart gewürzten Wings, aber für natürliche Dinger kannst du es kaum besser machen. Also das war saustark. Mhm. Döner-Teller gebe ich so, das war ja ganz basic, 9,3. Und Döner, Leute, Döner gebe ich auch eine 9,3 Punkte. Krank. Ja. Einfach krank. Also gehst du so also mit den Punktzahlen? Ich gehe mit. Iskender bist du halt ein bisschen drüber so. Ich bin Iskender, würde ich mehr geben. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe ja kein Ranking wie Holle. Ja. Nur für mich. Ich habe Hunger. Ja. Nein, ist so. Ja, war richtig klein. Ganz starkes Ding, Leute. Ich habe vorhin noch mal gesagt, wenn ihr irgendeinen random Spot sehen wollt, ab 15.000 Likes, komme ich hierher. Ich komme, was wolle, teste euren Spot. Ja, Top-Kommentar in Istanbul. Feier. Kuss geht an alle. Ich liebe dieses Video. Ich liebe euch. Und wir sehen uns. Und abonnieren ist kostenfrei. Also Pflicht. Abonnieren, liken, kommentieren. Ja, Mann. Hammer, mehr geht nicht. Kuss, danke, Memo. Danke an euch, dass ihr so lange schon am Start seid mit mir. Und ich sag bis zum nächsten Mal.